Okay, ich habe irgendwie gehört, dass ich da drin irgendwie erwähnt werde. Wir gucken mal. Let's go. Was bisher geschah. Update-Bericht. Ist unser Triebwerk schon lokalisiert worden? Snaggles? Eine Meuterei? Ach, ergreift ihn! Aber vielleicht können wir einander helfen. Wer sind Sie? Wieso können Sie das? Wo ist das Paket für den Mann im Mond? In der Tasche ist das Gesicht vom Mann im Mond. Ein außergewöhnlicher Schutzmechanismus. Ich bin immer noch der Meinung, ich wäre ein super Schauspieler für das Format. Also, Drew, falls ihr da noch jemanden braucht. Du hast etwas, was dann, mir gehört. Ohne mein Gesicht bin ich unvollständig. Ich mache dir ein Geschenk, damit du siehst, dass du mir vertrauen kannst. John! Du weißt, was du jetzt zu tun hast, Julian. Knopf auf Kanone! Go! Keine Spielchen mehr. Ich hab das Zepter! Jungs, hier lang! Fühlt sich ein bisschen an, als würden wir jetzt Kinofilm gucken. Mein Bruder. Es hätte nicht so weit kommen müssen, mein Bruder. Nun sieh dich an, nur noch ein Schatten deines Selbst. Alter, Trimax! Doch jetzt, lass uns wieder Seite an Seite stehen. Das dürfte dir vertraut vorkommen. Eine besondere Waffe. Damit sollte es dir möglich sein, den Schild von diesem Julian zu durchdringen. Ich weiß nicht mehr genau, was mit diesem Hasen passiert ist. Ist der mal gestorben oder war der schon immer im Leben und ist einfach nur reingehauen? Weil das war irgendwie krass, dass der nochmal wiederkam, ne? Aber vorher sag mir noch, wo ist das Grab? Ah, der war gestorben. Die Masken haben ihn gekillt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ich habe absolut keine Ahnung. Steuerton! Ich kann nicht mehr! Stopp! Was ist? Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Puh, das wird schwer. Jungs, ich glaube, mein Trizeps ist gewachsen. Sieht man das? Alter! Jedes Mal nochmal so oft die Schade. Frage. Du warst toll, Knopfmopf. Ich fühle mich aber nicht toll. Was ist hier eigentlich los? Warum laufen wir schon wieder um unser Leben? Und warum hat der Typ da einen gottverdammten Jizzfleck im Gesicht? Und warum haben wir wieder Boden? Lange Geschichte. Wichtig ist, der Mann im Mond will sein Gesicht zurück. Sag nicht, du hast das Gesicht von meinem Mond in deiner Tasche drin. Oh fuck! Hättest du mich nicht erst wiederbeleben können, nachdem der Shit erledigt ist? Was guckst du so? Was willst du jetzt von mir? Ich hab dich einfach nur vermisst. Gänsehaut. Joe, was ist mit Julia los? Hier, für dich. Danke, Julia. Und jetzt kommt das Beste. Joe wollte dir nämlich noch was sagen, bevor du totgegangen bist. Was? Nee, Ich meinte die Sache, dass wenn du John immer ein super... Ey. Ich habe einfach mal pausiert, um jetzt kurz was zu sagen, damit wir die 9% erfüllen. Sorry. Das, was wir im Supermarkt besprochen haben. Ah, das haben wir da. Das war dir doch so wichtig. So, was wichtiger ist jetzt, wir schießen das Gesicht. Alter! Wichtiger, ein guter Freund von uns heißt auch wichtiger, der macht so Streams und so weiter. Sonne? Sonne. Und wir haben jetzt genug Kupfer für das Raumschiff. Raumschiff? Raumschiff. Ja, ich habe mein Raumschiff verloren. Wie kann man denn ein Raumschiff verlieren? Das ist doch riesig. Die schlechte Nachricht ist, es gab eine Meuterei. Wie? Und die gute? Gibt's nicht. Jetzt gibt's nur noch Captain Jerky, ein einsamer Molf, gestrandet in einer fremden Welt. Ah, ja, moin. Hallo? Was jetzt? Unser Plan ist gescheitert. Und Miami Rose? Wir müssen sie retten. Oh, Leute! Wer war was? Miami Rose nochmal? Los, Ton! Digga, ich hab schon wieder alles vergessen, Bro. Ist das krank. Nein, lass mich! Hey, was machst du da? Die andere Julia. Ah! Jemand schreibt die Geile. Okay, Bro, what the fuck? Okay, ja, die Star Trek Julia. Okay, check. Das einzig Vernünftige, wir müssen die Wächter finden. Nur die können uns helfen. Okay, und was siehst du? Die Symbole. Santa der Boss, Sandmann, Zahnfee. Wow, warte mal. Was? Das ist nur vom Osterhasen. Es ist wieder da. Der war doch tot. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Und ich war doch... Warum hat er die Scheiße auf dem Rücken? Wurde das mal irgendwann erklärt? Auch tot. Babu fühlt sich auch sehr tot. Oh nein, was ist los, Knopfmuff? Oh mein Gott, ja? Das passiert wirklich. Okay. Babu kommt von in die Rezo. Was? Okay. Ja, bist du denn? Bob, 27, war mal 4 Paragraphe alt. Hat oh nein, Rezo tätowiert. Dann bist du ja noch minderjährig. Okay. Minderjährig? Babu wird geschlechtsreif. Das Zepter. Ich glaube, es will uns was sagen. Das ist wohl der Zahnfee. Wenn wir das hier der Zahnfee bringen, wird sie uns doch safe helfen. Und ich werde Miami Rose helfen. Was hast du mit deiner Miami Rose? Bist du verliebt? Ein bisschen. Oh, dann nimm wenigstens Babu mit. Ich will niemals in die Pubertät kommen.
Bro, was? Hätten wir das Ding nicht mit zum Raumschiff nehmen können? Oder Digga, Lil Bro ist ein Kokon jetzt. What the fuck, Bro? Hä? Was? Da ist jemand drin? Digga, ich will auch nicht wissen, wie viel unfassbares Kiffgras die sich reinknallen, wenn die diesen Plot schreiben. Der macht teilweise gar keinen Sinn. Können wir die aber verbrennen? No joke. Ein neuer bester Freund oder was? Hä? Was? Nein. Ich bin für dich verbrannt, Mann. Bro. Sei vorsichtig. Nix, Bro, Mann. Weißt du, wie fucking weh das tut? Da kommt so ein fetter Laser auf dich drauf, deine Haut verbrennt und du bist nicht mehr down. Scheiße, der ist da, Alter. Oh, no. Schnell weg hier, komm. Hä, aber warte mal, das ist doch perfekt. Der kämpft doch für eine gute Sache. Richtig, wir kämpfen für eine gute Sache. Gegen toxische Männlichkeit. Yeah, Frau-Feminismus. Genau, Frauen sind auch Menschen. Ja. Niemand behauptet doch etwas anderes. Aber wir sind die Hunde. Ach, schwierig, weil man sie nur lieb haben kann. Warum sind keine Frauen auf eurer Demo? Meine ist zu Hause und kocht. Frauen sollen auch ohne oben rumlaufen dürfen. Frauen sollen genauso viel verdienen wie Männer. Wow. Weiß ich nicht, ich muss... Och nee, Digga, nicht Nico, Junge. Was ist das? Brüste! Scheiße, wir sollten hier abhauen, bevor der Hase uns findet. Nein, Mann. Ich bin mir immer noch sicher, dass er zu den Guten gehört. Niemals. Wetten. Doch, wetten. Dann lass wetten. Ja, wetten. Ja. Digga, ich hab mir gerade einen halben Liter Wasser in meinen Oberkörper gekippt. Bro, ist das scheiße, Digga. Ich tue alles für die 9%. Mann. Och, Digga. Gibt schon seine 14 Cent. Oh, scheiße, du hast recht. Wette gewonnen. Was machst du jetzt nicht? Drei, haben wir gesagt. Was ist denn, ey? Da, die beiden haben Andrew und Dave gekillt. Ja, hab ich auch gesehen. Die Hasen waren's. Aber das sind doch eure eigenen Kostüme. Die wollen umgekehrte Psychologie anwenden. Umgekehrte Psychologie? Das ist toxisch männlich. Freunde, wir wollen keinen Stress. Aachen. Wir sind doch alles Aachener. Ihr seht mir eher aus wie Stolberger. Ach, euer Kollege ist doch gar nicht mal tot. Boah, den Insider checkt keiner, der nicht in Aachen wohnt, Bro. Und keiner von uns wohnt in Aachen, Digga. Was für ein Stolberger. Tut nur so, guck. Keiner checkt das. Der macht die Witze. Bro, ey. Ja. Ja. Jetzt geht's los. Scheiße. Ich finde, Aachen hat diesen Song nicht verdient. Brötchen ohne alles und das jeden Bro. Tag. Wetter leider grau, haben den höchsten Niederschlag. Aber Sonne scheint, wenn ich Stolberger Niederschlag auch her. Ich finde das alles außer Berlin scheiße. Ey, Real Talk, ich muss sagen, ich finde Berlin weitaus hässlicher, seitdem ich nicht mehr da wohne. Weil ich sonst, wenn ich da gewohnt habe, immer nur in dem coolen Bereich war und dann nie meine Wohnung verlassen habe oder wenn dann nur kurz da rausgegangen bin. Aber wenn man mal durch den Rest fährt, ist schon echt hässlich teilweise, das stimmt schon. Aber ja. Aber Aachen ist ehrlich Arsch. Okay, und Bro, ich war da mal bei TJ zu Besuch und er hat mir den besten Döner der Stadt da gezeigt. Bruder, die hatten da Currysoße, ich trau da keinem. Die haben alle einen Knall da. Er hat recht, der Kampf für Aachen ist wichtiger! Ja! Dass Aachen NRWs Hauptstadt wird! Ja! Das geht schon mal. Würdest du davon auch eine Vollversion geben? Stimmt. Stolz, der Coco, komm! Da, hinterher! Schneller! Ja, Bruder, alleine für die Animation da hinten sind wieder 4 Tage draufgegangen. Keine Sorge. Classic. Mal wieder minus 40.000 Euro für die Animation da. Für die 3 Sekunden. Na moin. Geil. Danke, dass ihr an meiner Seite bleiben, Guys. Ihre Crew ist tot. Was? Seit wann? Seit gar nicht. Das war ein Versuch, humoristische Kommunikation zu simulieren. LOL. Du solltest vielleicht keine Witze mehr machen.
Entschuldigung, Ex-Captain. Ich bin gerade dabei, das Programm Humor zu erlernen. Jedoch weist es Inkonsistenzen in seinen eigenen Parametern auf. Ex-Captain? Was ist humoristisch akzeptabel? Und in welchen Situationen darf man lachen? Bro, sie heißt ja Funda, ne? Also die Schauspielerin oder die Dame. Ich dachte wirklich lange, das ist die von Galileo. Aber das ist die nicht, oder? Ab wann geht ein Witz zu weit? Ich detektiere zahlreiche Widersprüche, wie beispielsweise bei diesem Witz. Man, das hatte mal irgendwann jemand reingeschrieben und dann habe ich das so übelst lang gedacht und letztens habe ich so, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwann habe ich dann nochmal gecheckt und das ist die nicht. Das ist nicht die. Stirbt ein kleines Kind. Heißt die Fulda? Nee, die heißt auch Funda auch. Nee. Ach, scheiße. Stopp, alles gut. Führ mich einfach zu den Koordinaten von diesem vermummten Fremden jetzt. Unser Triebwerk befindet sich 23 Kilometer. Da. Dann nach dir. Positiv. Folgen Sie mir, Ex-Captain Jerky. Einfach nur Jerky. Negativ. Lange genug hat dieser Jerk so, wieder minus 20k. Auf mich herabgeblickt. Easy. Doch bald weitere wird drei Tage hops gegangen. Alle werden zu mir aufblicken. Top. Zum großen Snails, dem Eroberer. Dieser primitive Planet wird den Anfang machen. Jeder wird vor Furcht erzittern. Und Jerky wird das perfekte Versuchskaninchen sein. Aber dafür braucht erst noch ihren Zugangscode für den Zentralcomputer, Lieutenant Rose. Sie wollen doch ihren Captain nicht im Stich lassen. Sie sind kein Captain. Oh, was für eine Frechheit! Nein, was ich meinte war, Sie sind viel mehr. Viel mehr? Ein Captain führt nur sein Schiff an. Sie könnten... Ich höre. Ein König sein. Oh, König? Ja. Check. König. König Snaggles. Aber ein König braucht auch eine... Guck, was Fabo geschrieben hat. Hey Kevin, kannst du nochmal alles wiederholen, was du am 11.11. zu mir gesagt hast? Hab leider nichts verstanden, weil du so besoffen warst. Grüße. Ja, dass du ein Hurensohn bist. Danke für die 56 Monate. Eine Königin, nimm meine Hand und wir könnten das mächtigste Paar des Universums werden. Oh, was für eine Ehre. Aber wie Sie sehen, bin ich gefesselt. Ich verstehe. Nun gut. Die Hand, Besiedeln wir unser Bündnis mit einem Kuss. Oh. Captain Snaggles, wir haben ein Problem. Presse, ich hasse es, wenn man mich beim Vorspiel unterbricht. Tut mir leid, Captain, aber... Gib dir selber eine Backpfeife. Danke, Captain. Also, was gibt's? Sie Jerky, aus wie Icke. Er ist aus dem Gefängnis entkommen. Was? Okay, das ist jetzt ein Fall für König und Königin. Gib mir den Zugangscode raus. Jacken, Bro. Unser heutiger Gast hat einen berührenden Roman geschrieben, in dem er den Verlust stark eines geliebten Seelenverwandten verarbeitet. Es ist mir eine Ehre, nun den Mann vorzustellen, der all eure Herzen berührt hat. Ich habe das Gefühl, Herr Anwalt musste TikTok-Guy werden, weil in meinem Kopf macht es keinen Sinn, dass jemand, der Anwalt ist, dann halt so ein bisschen so lispelt. Es ist nicht schlimm, dass man lispelt, aber ich finde, in einem Beruf wie Anwalt macht es in meinem Kopf keinen Sinn. You know? Es ist mir eine Ehre, nun den Mann vorzustellen, aber genau der das, was all ihm gefehlt eure hat, Herzen das berührt hat. Rainer! Hallo Leute, guten Abend. Rainer, du bist der Beste! Ja, John war wirklich einzigartig. Und ich wollte, dass die Welt das weiß. Ich habe sogar meine Tochter nach ihm benannt. Und dieses Buch ist mein Tribut an ihn. Boah, mein Schmerz. Verzeihung. Aber das ist nicht alles, was Sie getan haben. Ja, um sein Vermächtnis zu wahren, habe ich diesen Merchandise erstellt. Um Spenden zu sammeln für meine Trauer. Das war sein letzter Wunsch an mich. Ich bin sicher, dass John stolz auf alles wäre, was Sie Gutes in seinem Namen tun. Danke sehr. Ziehen Sie das an! Und sie hatten noch etwas für uns vorbereitet. Olle Herr Anwalt, Junge, geil. Ganz recht. Musik war immer ein großer Teil von Johns Leben. Und der Song heißt John. Ich bin mir sicher, dass John begeistert wäre, wenn er... Sie haben Ihre Gitarre schon? Ja, dann hören wir jetzt anscheinend eine spontane Live... John, John, wo bist du? Das hat so Gary-Komm-Heim-Vibes. Ja,
Digga. John, I miss you. Moin. Wartet mal! Das sind doch Sie! Oh. Du, John, du lebst? Rainer? Warum hängt da ein Bild von mir? Wie kann das sein? Rainer, wie erklären sich das Auftauchen von John, den Sie für tot erklärt haben? Aber ich hab dich sterben sehen, John. Was für etwas? Digga, Rainer actet auf über 10 aus 10. Warte mit meinem Gesicht rein. Ich habe das nicht gesagt. Sind Sie zwei etwa Komplizen in diesem Schwindel? Das Geld, was Sie gesammelt haben, war das etwa nur, um sich zu bereichern? Niemand verarscht mich ungestraft. Meine Damen und Herren, diese Live-Show nimmt gerade eine unerwartete Wendung. Wir sind alle sprachlos. Betrüger! Leute, das war ein Prank. Oh, du, das macht es kein Stück besser. Pfui, pfui! Was hab ich zu tun? Du, du bist mit Kapitän. Ah, wo ist Schurke? Geh mal nach Hause. Guck mal, wie ihr aussieht überhaupt. Bah, Junge. Ja, sehr gut. Mach dich fertig. Ich will Köpfe rollen sehen. Oh nein. So, als nächstes ist Papa Platte dran. Auf geht's, Digga. Wer will hier sehen, wie die Betrüger bestraft werden? Oh mein Gott, Digga. Ihr Faker! Alter, es tut mir doch leid. Was soll ich sagen? Es tut mir doch leid, Mann. Wer hätte damit rechnen können, okay, dass fucking Elton auf einmal über seine PlayStation Rainbow Six Siege auf Twitch streamt, Bro, mit einer Facecam, die 1,5x1,5 cm groß ist, rechts oben in der Ecke, wo man nichts erkennt, wo ab und zu auch noch Bernhard Hohecker mit dabei ist und seine Mom, Bro. Digga, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Real Talk macht keinen Sinn. Also Real Talk macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Mann, warte doch, for real. Nee, null. Was sind das für Songs? Oh, Bee Gees. Oh, shit. Alter, hart. Haben wir die uns irgendwie nur so eingebildet oder was? Sure, Opfer, Opfer. Nun gut, kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Begrüßen Sie mit mir eine arme Mutter, die vielleicht das stressigste Kind auf dem Planeten erwischt hat. Hallo. Sehr stressig, wirklich sehr stressig. Das ist nicht Revis Mom, Bro. Ist das Revis? Nein. Wirklich? Also hier kommt ein Bild von der Dame hier. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier Revis Mom ist, Bro. Digga. Und dann, ich find's auch geil, wenn man Revis Mutter eingibt, dann kommt da einfach so ein Team Paluten-Logo, auch sehr stark. Na klar, könnt ihr den Kokor hier verstehen. Schau, Caption. Revis Mutter Carola. Digga, Shoutout, ey. Decken. Das hier kommt jetzt alles auf den Müll. Oh, du bist echt ehrenlos. Du hast sogar John Verhütungsmittel produzieren lassen? Extra glitschig. Mit Mininoppen und sehr klein. Bro, das ist doch nicht klein, oder? Ja, safe. Das ist Durchschnittsgröße, oder? Doch, oder? Doch, oder? Ja, doch. Rainer, meinst du kannst uns ein Stück mitnehmen? Wir müssen die Zahnfee finden. Na klar, aber wieso nicht gleich den Osterhasen? Wie kommst du auf den? Na, der kommt direkt auf uns zu. Oh, Scheiße, wir müssen hier weg! Oh, shit. Wait, also der Osterhasen ist eigentlich tot, oder? Also der ist so untotmäßig. Feuersilber!
wiederbelebt. Ja, ja, so mäßig. Aber ich glaube, der ist nicht so richtig lebendig wegen dieser Maske, oder? Jemand meinte, dass die Masken den so gefressen haben. Bin ich hier nicht schon gewesen an diesem Baum? Oh Gott, ich hoffe, die Bäume finden das nicht diskriminierend, dass ich sie alle gleich aussehen finde. Aber böse wiederbelebt, der war eigentlich gut. Ah! Ja, ich habe nicht alles geguckt, Bro. Das ist turbo lange her, Bruder. Ich kann mich auch legit an den Plot von Harry Potter nicht mehr erinnern. Ich mag diesen Wald nicht. Oh, chillig, Digga. Danke, kleiner Junge mit gruseliger Zunge. Was machst du hier so alleine? Man spricht nicht mit Fremden. Gut, merke ich mir. Oh, wow, bist du ein Magier? Nice Icebreaker. Ich bin Julia und ich muss dieses Kupfer da abliefern. Ich bin Tino. Was machst du hier im Wald, nicht fremdes, gruseliges Kind? Ich suche meinen Dad. Hier, das ist das Einzige, was ich noch von ihm habe. Er lebt in dem Bauch eines eingefrorenen Mammuts und muss hier einen unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Macht Sinn. Ich suche ein Raumschiff. Okay, du bist weird. Nein, ist wirklich so. Da kamen so drei Typen aus der Zukunft in mein Haus. Also, war eigentlich gar nicht meins, aber es stand leer und ich habe schon Möbel gekauft. Und einer von den drei Typen war auch eigentlich lass die labern. Miami Rose. Die schön. Ich geh Fortnite zocken. Hey, wo bist du? Fortnite neue Season, ich muss los. Hallo. Eine verfrühte Anomalie. Waren meine Berechnungen etwa fehlerhaft? Die NUS 7 ist soeben durch das Zeitloch gereist. Ja, ich habe es beobachtet. Und dennoch dehnen sich die Anomalien weiter aus. Dann muss es wohl so sein. Ich werde es selbst in die Hand nehmen. Unsere Verzweiflung muss groß sein, wenn du... Digga, Noriax! Bro, Noriax mit dem Game Master Voice Changer, Junge. Was hier in diesem Wald vor sich geht, ist nicht für deine Augen bestimmt. Ich hab mich nur ein bisschen verlaufen. Und wo willst du hin? Man soll nicht mit Fremden sprechen. Weise Worte für ein Mädchen, das offensichtlich von ihrem Weg abgekommen ist. Dieses Kupfer, du hast vor, es der EUS zu bringen. Du bist also Teil Ey, was ist nochmal diese EUS oder so? Die EUS, was ist das nochmal? Könnt ihr mich kurz abholen? Das ist dieses Raumschiff, oder? Ja, okay, ja, dachte ich mir. In einer Gruppe, die das Paket für den... Wait, heißt es die ANUS? Also so wie Anus? Ah, stark. Man im Mond hat, nicht wahr? Starker Gag. Captain Jerky, man merkt, dass hat du über 30 bist. Kannst du mir sagen, wo dieses Paket jetzt ist? Wir könnten einander Verbündete sein. Ich kann dir den Weg zeigen, den du gehen musst. Dieser Wald ist tückisch. Alleine wirst du das Raumschiff nicht finden. Die Crew dort könnte deine Hilfe benötigen. Genauso wie deine Freunde, die kurz davor sind, einen verheerenden Fehler zu begehen. Oder sie kann nicht auf die stehen, das ist sie selber. Checkt sie das nicht, oder was? Sie werden sterben, Bro. Wenn ich es nicht verhindere. Also, wo sind sie? Sie wollen zur Zahnfee. Snitch, oh mein Gott. Jerky? Rose, ich konnte entkommen. Ich weiß, ich habe sie und ihren Loveboard fliehen sehen. Ich konnte mich ebenfalls aus Snaggles Fängen befreien. Vorerst. Sehen Sie zu, dass Sie auch von dem Schiff runterkommen. Nein, Snaggles ist völlig größenwahnsinnig geworden. Er plant irgendwas Schlimmes. Ich muss ausfinden, was er vorhat. Gut, dieser Ratte wird mir das Handwerk legen. Wir gehen geradewegs auf die Koordinaten des Triebwerks zu. Wir sind quasi schon auf der Rückweg. Ich werde mich melden, sobald ich was herausgefunden habe. Bro, diese so Sachen wären so cool, wenn es das geben würde, Mann. So Hologramm-Shit. Rose, passen Sie auf sich auf. Wo waren wir? Sie haben mir eine Stunde lang versucht zu erklären, warum es wichtig ist, zuzuhören, wenn jemand redet. Ha, ich komme nicht drauf. Egal, erzähl mir doch mal was von dir. Vor meiner Loveboard-Zeit war ich als Killerroboter tätig. Ha, killen! Kann ich ein Lied von singen? Gerne, singen Sie mir dieses Lied. Nein, ich versuche mir gerade das Töten abzugewöhnen. Aber darum ging es mir auch gar nicht. Ich meinte, ob du so Vorlieben hast. Ich meinte, du hast ja den King Booster 3000. Ja, hier. Oh. Ja, mach das nie wieder. Wenn andere zugucken. Hey, ihr! Ju, der alte Kinglord. Oh.
Was tut steht auch in unserer Gemeinschaft? Digga, nicht für Laute, Digga. Oh Mann, ey. Zugucken. Hey, ihr da! Was tut steht auch in unserer Gemeinschaft? Guten Tag. Ja. Und Damen. Ist das scheiße. Der Beste für die Rolle, ja, no joke. Gehört ihr zu irgendeiner Gruppierung? Denn ihr seht alle gleich aus. Alle außer der. Der hat keinen Bart. Ja. Oh mein Gott. Wir sind Amische. Wir verweigern uns der Technik. Technik ist teufelsmörderisch. Technik ist eine wichtige Lebensgrundlage. Safe. Ohne sie könnte man das hier nicht tun. Das ist teufelsmörderisch! Teufelsmörderisch! Oh, nein, stopp, wartet, Moment. Wir kommen in Frieden. Von weit, weit entfernt und suchen nur unser kleines, unscheinbares Triebwerk, das offensichtlich da gelandet ist. Hey, moin. Und dafür gingen wieder 2 Tage drauf. Ihr habt uns also an deine Geschichte. Er hat Abraham so gemacht, dass er in eine Malarve kam. Ich bin Abraham, keine Malarve. Macht euch fertig, bevor euch der Huge ausstecher! Integrierte Push-Up-Tarnkappen-Torpedos aktiviert. Alter, holy shit, geil. Shackadelic, Baby. Der Dämon ist in Frage! Wir müssen sie umkommen lassen! Abraham, los, tanze! Habt ihr euch Trappi gesorgt, Brother? Aua, mein Make-up. Nicht schießen, deins. Das ist der effizienteste Weg. Aber du wolltest doch menschlicher werden, oder? Korrekt, der Mensch löst seine Probleme mit Gewalt. Versuchst du... Too real, Bro. Leo! Diplomatisch rangehen. Woher hast du die Bohnen? Oh, aus shit, ihrem Ex-Schiff, Ex-Captain Jerky. Nur Jerky. Hey, aha! Die echte Domitianer. Bro, ich finde, Domitianer macht auch gute Musik. Aber das ist auch das ist hart. Der perfekte Zeitpunkt, um jetzt ein Placement reinzubauen. Checkt ihr jetzt so ein Placement für so irgendwas, was so Elektrogeräte, so Mediamarkt oder so. Cool, das war überraschend gut. Das Singen hat mich noch mehr Menschlichkeit gelehrt. Ich fühle mich bemitleidenswert, ja, und beta. NordVPN könnte auch Jerky wieder sein. Ja. Ah, einfach nur Jerky. Bitteschön. Wir haben zu Kraft, dass Technik mega wichtig ist. Danke, dass ihr uns erlichtet habt. Gott ist mit. Oh, ja. Doch, jetzt kommt die Werbung, oder? Jetzt kommt die Werbung. Doch. Gut. Doch. Oder? Nein. Wir werden das Wunderwerk von der Technik behalten. Es ist ein Geschenk von Gott. Wir nehmen die Technik. Wir dürfen unsere Triebwerke zumindest ausleihen. Wir Amische teilen und verleihen Sachen nur an liebe Leute, die Teil von unserer Gemeinschaft sind, und dann irgendwelche damische Wutschli sind. Damische Wutschli bist du, oder? Sieht so aus, als müssten wir uns ihrer Gemeinschaft anschließen, um unser Triebwerk zurückzubekommen. Oh. Hey, was machst du da? Wollte mal kurz gucken. Willst du das Böse auf uns loslassen, oder was?
Vielleicht ist er auch gar nicht böse. Ach, so wie der Osterhase nicht böse war? Hey, das hast du doch gesagt. Ja, okay, chill. Ich war mir halt nicht so sicher. Ja, aber du ein Fanboy bist. War. Ich war ein Fanboy. Mittlerweile fühle ich seinen Vibe nicht mehr. Ja, Wieland war auch mal von jemandem Fanboy und fühlt jetzt den Vibe nicht mehr. Yo. Du wirst gehackt? Ha! Ich hab's dir doch gesagt! Oh, niemand verarscht! Okay, jetzt kommt die Werbung. Nicht ungestraft! Oh mein Gott, lass mich! Alles jetzt gut, kommt alles die, gut. Jetzt kommt du NordVPN. Aber wie? Mit NordVPN. Damit werden deine Internetaktivitäten verschlüsselt, sodass deine sensiblen Daten besser vor Cybern geschützt. Besonders wichtig, wenn du dich mit unbekannten Wi-Fi-Hotspots verbindest. Wie zum Beispiel in einem Wald. Oh. NordVPN ändert nämlich deine IP-Adresse und kann den Datenverkehr über seine Server in 60 verschiedene Länder leiten. Und die Daten werden nicht protokolliert. Ich bin entzückt. Aber es kommt noch besser. Oh. Genau, denn mit dem Rabattcode nordvpn.com/julienbam bekommst du nochmal ein exklusives Angebot obendrauf. Nicht zu vergessen, die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wow. Ein Hoch auf NordVPN. Ich hasse die Linken. Reifen. Die linken Reifen. Die gehen immer Platz. Schon gut. Du hast es schon weit genug gebracht. Von hier finden wir die Zeit wie selbst. Passt auf euch auf. Ich habe komische Dinge über diesen Ort gehört. Damals in der deutschen Pfadfinderjugend wurden viele Geschichten über diesen Ort erzählt. Ich glaube, das sind Überbleibsel vom Märchenwald. Ich glaube, das ist gefährlich. Ist gut, Rainer. Ciao. Pass auf unser Kokon auf. Okay, mach ich. Vorsicht, bitte. Du hast gekleckert. Ihre Vision ist brillant, oh, ja. Einfach brillant. Endlich werde ich als Wissenschaftler herausgefordert. Jerky hat mein Talent nie anerkannt. Ja, ja, ja. Wie weit sind wir mit dem Umbau? Wir kommen schneller voran als erwartet, Captain Snaggles. König Snaggles. Ich habe mich selbst gefordert. König, natürlich, aber... Was aber? Wir brauchen immer noch den Zugangscode von dem Zentralcomputer. Den kennt du. Wie heißt er nochmal? Ich vergesse immer seinen Namen. Younes, ja, Younes Jones, ja. Meine Frau, habt ihr dich schon ausfindig gemacht? Ihre Frau? Ah, 628, ja. Okay. Miami Rose. König Snaggles. Oh, die Glückliche. Wir vermuten sie immer noch an Bord des Schiffes. Findet sie. Und was ist mit Jerky? Der kommt schon wieder. Und dann kann er sich auf was gefasst machen. Ich find's geil, wie er hier einfach nur so eine Brille aufbekommen hat und sie hat einfach das entspannte 5 Stunden All-Over-Make-up bekommen, Bro. Digga, er musste legit nur zum Drehort abholen, Bro, und sie musste 4 Stunden vorher da sein, Bro. Wie scheiße. Ey, Mann, Alter. Wirst du Mädchen-WG schauen? Nee, ich glaube nicht. Warum lacht ihr nicht? Fresse! Kommt! Hallihallo, Hallöchen! Wer war denn er nochmal, Digga? Woher kenne ich den? Oh mein Gott, Alter, irgendwo erkenne ich den. Er reagiert immer auf Juice Videos. Ja. Haben wir uns das mal im Stream reingezogen oder wurde mir das mal so privat vorgeschlagen? Ich glaube, mir wurde das mal privat vorgeschlagen. Ich glaube, ich habe mal so 2 Stunden oder so auf seinem Channel verbracht. So privat aber. Wann alle war? Das ist sicherlich keine Kanone. Das war was anderes. Unsere Zweisamkeit war das Kostbarste, was wir je besaßen. Krass. So schöne Worte wie Rainer hast du aber noch nie zu mir gesagt. Warum liest du dieses Betrügerbuch? Das ist echt gut. Das ist doch alles Fake bei ihm.
Genauso wie sein Shirt da, sein Merchandise. Oh, I love John. Ich find's nett. Müssen wir was wirklich Nettes sehen? Das neue Eternal God Piece. Mann, Junge. Der Pulli war so beliebt, dass er direkt sold out gegangen ist. Darum startet Eternal God jetzt eine Special Pre-Order-Aktion. Also scheiß auf deine Klamotten und sicher dir ein Exemplar im Eternal God Store. Okay, du hast mich überzeugt. Was ist los? Nichts. Ich hoffe nur, Julia geht's gut. Ach klar, um die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die weiß nicht mal, was Angst ist. Ja. Apropos Julia, sie meinte, du wolltest mir noch irgendwas sagen. Wann? Hab ich gar nicht mitbekommen. Also bevor ich totgegangen bin. Ha? Ich kann mich gar nicht an irgendwas erinnern, wovon du redest. Doch, heute Morgen. Mit dem Justface-Alien. Doch, heute Morgen. Das ist doch... Sag doch jetzt einfach. Doch, was denn für ein Justface-Alien? Ach, komm, jetzt sag doch mal, was du mir sagen wolltest. Ist mir unangenehm gerade. Ach komm, wie lange kennen wir uns schon? So peinlich kann es doch gar nicht sein. Na gut. Ey, ich sollte, glaube ich, kurz pausieren und was sagen, weil sonst kommen wir nicht auf die 9%. Ey, schneid einfach kurz rein, wie ich 3 Subs vorlese. Edelkiller, Wobbly und Blacklaw, danke für die Subs. Alright, weiter geht's. Sag's dir. Ich hab ihr nur gesagt, dass... Oh, wenn ich Mann, damals traurig im Bett lag, ich mir immer vorgestellt habe, dass du als Superheld verkleidet in mein Zimmer reingeflogen kamst, um mich aufzuheitern. Also hast du dir mich letztens im Super... Nein, als ich jünger war, viel jünger, also 4 oder so. Ach so, ja, okay. Oder 15. Das macht's irgendwie nicht weniger weird. Ja, passt recht. Ja. Ich hatte letztens einen Traum, das habe ich schon mal erzählt, aber ich hatte letztens einen Sextraum, da habe ich von Neek einfach geträumt. Ich habe Neek einfach beim Sex zugeguckt im Traum. Das war krank. Aber naja, so ist es halt, wa? Damals, als ich einsam war, habe ich immer an deinen Klamotten gerochen. Oh, das wird mich noch lange verfolgen. Ich hoffe, du hast recht. Sah's geil aus, ja, war schon geil. Fickt Neek die Karte, ja. Ich habe dich erwartet. Bereit, zurückzugeben, was mir gehört? Du hast mir John wieder zurückgebracht. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Aber jetzt, wo er wieder da ist, habe ich umso mehr Angst, ihn wieder zu verlieren. Du möchtest eine Garantie für sein Überleben. Ich hatte eine Vision, in der John wieder tot war. Es hat sich so echt angefühlt, als wäre ich da gewesen. Er lag tot in meinen Armen. Was bedeutet das? Du hast die Zukunft gesehen? Wie ist das möglich? Die Zukunft? Heißt das, ich werde John wieder verlieren? Nicht, wenn ich es verhindere. Ich bin nicht dein Feind, Julian. Jedoch brauche ich dafür das, was ohnehin schon mir gehört. Dein Gesicht. Ein Geschenk für ein Geschenk. Weißt du noch? Solltest du mich nicht am besten verstehen können, Julian? Auch ich trachte danach, einen Verlust wieder rückgängig zu machen. Alles sagt, dass ich mich von dir fernhalten soll. Der Maskenboss, das Pergament vom Osterhasen, die Prophezeiung, die Wächter. Ich habe absolut keine Ahnung, von was er gerade redet. Ich habe absolut keinen Schimmer, um was es gerade geht, Leute. Ich kann dich nicht die Welt zerstören lassen. Die Wächter. Und du denkst, du kannst ihnen trauen? Meinen Brüdern? Brüdern? Lass mich dir erzählen, warum ich mich von ihnen distanziert habe. Wir waren 5 identische Brüder. Aber das war nicht alles, was uns besonders machte. Wir verfügten über einzigartige Mächte. Warum man uns in ein Waisenhaus abschob. Zu einer Zeit, wo alles, was anders war, verteufelt wurde. Damals, vor 500 Jahren. Es war kein gewöhnliches Waisenhaus, denn dort wurden unsere Kräfte erforscht. Unter Schmerzen. Und weil ich der Mächtigste unter uns Brüdern war, unterzog man mich am häufigsten den Experimenten. Die Nonnen, die uns bewachten, beteuerten, dass wir das Waisenhaus nicht verlassen dürfen, da es unserer Sicherheit diente. Meine Brüder glaubten ihnen. Doch ich tat es nicht. Was sie Sicherheit nannten, empfand ich als Gefangenschaft. Und so brach ich eines Nachts aus dem Waisenhaus aus.
Digga, er hat auf einmal Level Up gehabt, Bro, wie in diesen Werbungen, wo der so von Level 1 zu Level 90 Mafia-Chef wird. Digga, er war Kind auf einmal, Bruder, er wird zu Feuermager, so Level 60. Und so brach ich eines Digga. Nachts aus dem Weißen Haus aus. Bro, Budget war leer, KI musste her. Ja, ist so. Die Freiheit, derer man mich beraubt hatte. Wir haben zu viel Geld ausgegeben für das Raumschiff vorhin, Bro. Ab hier haben sie gesagt, ja, lass, Bro, fuck it, wir machen, lass, soll AI ab hier machen. Lag in der Natur. Passt schon. Ich fühlte mich. Die Leute werden es nicht merken. Doch die Dunkelheit der Nacht hielt eine noch größere Schönheit für mich bereit. Boah. Iris, ein junges Mädchen, so schön wie ein Feld voller Mondblumen. Sie führte mich in eine Welt voller unbekannter Wunder und füllte mein eigenes düsteres Leben mit einem Leuchten. Bei ihr fühlte ich mich zum ersten Mal verstanden. Von dieser Begegnung an brach ich jede Nacht aus dem Waisenhaus aus, um sie zu sehen. Meine Brüder verurteilten mich, sagten, ich würde meine Bestimmung vernachlässigen. Aber Macht war noch nie mein Antrieb gewesen, Julian. Es war Liebe. Doch so überwältigend das Gefühl tiefer Verbundenheit auch sein mag, so überwältigend ist auch die Sorge darum. Du weißt, wovon ich rede, Julian. Iris litt unter einem schweren Schicksal, einer tödlichen Krankheit gegen die Sonne. Es ist schon ironisch. In der Dunkelheit der Nacht fühlte sie sich frei, doch gleichzeitig war es ihr Gefängnis. Ich hielt es nicht mehr aus, sie leiden zu sehen. Und deshalb machte ich ihr ein Geschenk. Ich riss die Mauern ihres Gefängnisses ein und zeigte ihr eine neue Welt. Wir waren glücklich. Aber das Glück währte nur von kurzer Dauer. Man bezichtigte Iris der Hexerei als Frau, die die Sonne verfinstern könne. Zur Zeit des 15. Jahrhunderts wussten die Menschen nur auf eine Weise mit Hexen umzugehen. Ich hätte die Welt gegeben, um sie zu retten. Von den Menschen hätte ich nichts anderes erwartet. Aber meine Brüder, sie haben mich aufgehalten. Sie hätten sich auf meine Seite stellen müssen, so wie ich mich stets auf ihre Seite gestellt hatte. Ich konnte ihnen nicht verzeihen und wandte mich von ihnen ab. Ich suchte nach einem Weg, meine verstorbene Iris zurückzuholen. So wuchsen meine Mächte beständiger und schneller. Darin erkannten meine Brüder eine Gefahr. Sie versuchten mich aufzuhalten, beraubten mich in einem Hinterhalt der Quelle meiner Macht. Und Digga, das ist aber wirklich, also, das ist zwar AI-generiert alles, aber das ist, glaube ich, turbo schwer, das so zu machen, dass das nicht Arsch aussieht. Bro, das ist wirklich cool gerade. Band mich auf den Mond. Das ist wirklich geil gemacht, Mann. Du siehst, nicht ich habe den Kreis zwischen uns Brüdern getrieben, sondern sie. Sie hätten wissen müssen, dass sie sich mit mir einen mächtigen Feind geschaffen haben. Das tut mir leid. So wie ich das sehe, hast du nur zwei Optionen, Julian. Du gibst das Gesicht meinen Brüdern und ich werde es mir dennoch holen. Aber dann bist du mein Feind. Und die zweite Option? Du gibst mir mein Gesicht zurück, wie wir es vereinbart haben. Und ich sorge für die Sicherheit von dir und deinem Freund John. Ich kann nicht. Dann tust du es meinen Brüdern gleich und entscheidest dich, mein Feind zu sein. Es tut mir leid. Achtung, Julian, da steht jemand. Achtung. Hallo? Ist da jemand? Oh mein Gott, er sieht ihn nicht. Bro, er hat so verzauberte Dolch von World of Warcraft. Den Gag checken jetzt so drei Leute. Ah, es gibt diesen einen. Egal, scheiß auf. Mungo-Verzauberung, ja, Mann. Digga. Was ist das für ein Song? Ich kenne ihn nicht. Boah, Digga. Junge. John! Ich war mal dein Fan, ja, ich war mal dein Stan. Hatte überall Poster, wie von einer Rockband. Ließ die Herzen brennen bei deinem Instagram. Schrieb so viel DMs, dachte safe, das ist Spam. Stand bei deinem Event, erste Reihe vor dir. Hab dein Drink probiert, deinen Drip kopiert. Ich war in deiner Gang, du hast alles rasiert. Doch hätte nie gedacht, dass du deine Werte verlierst. Du hast dich verändert und ich glaub, du lügst. Mit all deinen Worten, dass du niemals betrügst.
Deine neuen Freunde falsch wie ein Billigkostüm. Kennt ihr so Leute, die an Halloween einfach so, sich so eine Maske aufziehen und dann denken, yo, das ist jetzt mein Kostüm, Bro? Digga, das fuckt mich so ab, Alter. Gib dir doch ein bisschen Mühe, Bro. Also wirklich, Junge. So, hey, ich hab nen Haus des Geldes Hoodie an. Ey, Mann, Bro, Alter. Mega cringe. Keine Zeit mehr, weil die alles. Du warst Luigi, na und? Aber ich war wenigstens irgendwer. Was ist das? HDGDR, hab das Gefühl, du lügst. Alles, was du gesagt hast, hab ich gefühlt. HDGDR, hab das Gefühl, du lügst. Du sagst, Geld ist egal, aber der scheint trügt. Wolltest dich nie verändern, warst immer der Typ. Doch immer dasselbe, aber ein Déjà-vu. HDGDR, hab das Gefühl, du lügst. Alles, was du gesagt hast, hab ich mal gefühlt. Aua, mein Herz ist ein bisschen gebrochen. Komm, Ton, wir müssen hier abhauen. Vorne, geht los! Komm! Wir sind gerettet! I know sometimes life can be tough. Ah! Warte, der Typ ist ein Supermarkt. Du! Wer? Wir brauchen dein Floß. Bitte. Nein, der See ist viel zu gefährlich. Noch nie hat ihn jemand lebend überquert. Aber wir stecken voll in der Klemme, Mann. Aber an diesem See lebt ein Ungeheuer, das mich erfolgreich machen wird. Cool, sorry, Bro, aber wir müssen wirklich... Ich habe dieses Floß mit eigenen Füßen gebaut, um das Ungeheuer zu fangen. Juh, ich glaube, der ist high. Ihr bekommt mein Floß nicht. Oh, wir stehen schon drauf. Weh, fahrt los! Wir aber schon, sorry. Passt auf euch auf! Die Wahrsagerin hatte recht. Ich hätte beim Stepptanz bleiben sollen. Ja, ich muss sagen, das war eine echt gute Idee von dir. Let's go, paddel. Naja, ja, unsere Idee, oder? Obwohl, genau betrachtet, war es eigentlich meine Idee. Ja. Oh. Osterhase kann nicht schwimmen oder was, Bruder? Lil Bro kann fliegen, aber schwimmen ist irgendwie zu risky oder wie? Birds be singing in the morning. Drums be singing in the night, but I won't hear them singing anymore. Na, auch einen scheiß Tag gehabt? Tada! Mann, Junge. Hörst du mir überhaupt zu, Joe? Ja. Ich glaube, der Osterhase verprügelt gerade den Fischer. Ach, wenigstens die Arme kann er ihm nicht mehr brechen. Glühwürmchen, welchen Tag? John, wie weit noch bis zur Tarnfee? Schau mal nach. Okay. Nur noch über den See, da müssten wir da sein. Sieht so aus, als können wir es diesmal schaffen. Ja. Ich bin so froh, dass du an meiner Seite bist. Und so viele andere jetzt auch. Oh shit, Weiterentwicklung. Bro, what the fuck? Manchmal ist das Glück eben doch auf unserer Seite. Oh shit! Dann schau mal. Jetzt machst du dies und das. Früher hast du das gehasst. Wenn ich dich heute sehe, bin ich traurig. Haben so viel zusammen gelacht. Ey, Drew, ich hoffe, ich bin auf die 9% gekommen. Falls nicht, dann vielen Dank fürs manuell freischalten dieses Videos. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Endsense von dieser Reaktion. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat, Freunde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hosey!